Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von tradingportal.net. Wir haben Donnerstag, wir haben den Monatsabschluss und die Märkte in dieser Woche, sie reduzieren ihre Monatsverluste August, die ja schon deutlich waren, und blicken immer optimistischer nun nach vorne, weil ja, wir haben seit 2 Wochen richtig schwache Konjunkturdaten und die große Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Schwache Konjunkturdaten am laufenden Band, ist das wirklich so positiv? Zumindest dieses Mantra, schwache Konjunkturdaten heißt Anleiherenditen fallen, heißt die Notenbank muss nicht mehr strafen, heißt, bestimmt kommen bald Lockerungsschritte. Das, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal eingepreist haben, preisen wir nun mal erneut ein. Aber heute gibt es einen Datensatz, der diese Schwachkonjunkturdaten, die wir gesehen haben, zu einem Datenmix verarbeiten könnte, der dann wieder bedenklich wäre. Und das schauen wir uns hier heute zum Market Briefing kurz an. Wir gehen mal hinein in den gestrigen Handelstag und ja, nochmal der Makro City Economic Surprise Index, also der Überraschungen bei den Konjunkturdaten misst, ob auf der Ober- oder auf der Unterseite. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder Überraschungen auf der Oberseite. Heißt, oh, die Konjunktur läuft ja richtig gut noch in den USA. Hat die Sorge mit sich gebracht, dass eben die Notenbank nochmal weiter straffen kann, dass die einfach zu heiß läuft, die Konjunktur, nicht heiß läuft, kommt, ist ja zu viel, einfach zu stark läuft, um jetzt schon wieder aufs Bremspedal zu gehen bei den Zinsen. Jetzt haben wir aber sicherlich auch aufgrund der Verzögerungseffekte zunehmend schwache Konjunkturdaten gesehen. Gestern auch wieder die BIP-Daten, Q2 wurden nach unten revidiert deutlich. Wir haben abermals schwache Daten vom Arbeitsmarkt gesehen und die Märkte hatten das ja noch vorgestern stärker gefahren, einen kleinen Short-Squeeze. Gestern nicht mehr ganz so stark, aber eben trotzdem noch das Mantra, ja, das ist doch super, dass die Daten sich so eintrüben, heißt eben auch, die Fed wird bestimmt bald wieder umkippen. Also dieses Szenario, was wir seit Monaten einpreisen. Der City Economic Surprise Index nur mit dem größten 9-Tages-Rückgang seit Mai 2022. Also es ist schon eine Eintrübung, die wir hier sehen. Hier auch die ATP-Daten, die gemeldet wurden, ebenso schwächer ausgefallen. Freitag, also morgen, gibt es dann den offiziellen Bericht. Ein bisschen die Frage, die ATP-Daten, die sind da. Ich weiß nicht, wie die Statistiken erheben, die USA, die fallen manchmal konträr aus. Also manchmal liegen die sehr daneben, wenn man die vergleicht dann mit dem offiziellen Arbeitsmarkt. Bricht der offizielle Arbeitsmarkt vielleicht, aber bricht auch ein bisschen politisch motiviert, weil haben wir nächstes Jahr Wahlen. Kann ja sein, dass da jemand Interesse hat, dass die Daten sich nicht ganz so stark eintrüben am Arbeitsmarkt. Also das wird uns spannend sein. Die letzten Daten vom Arbeitsmarkt alle eingetrübt. Job-Openings hatten wir gestern, ATP-Daten haben es gestern nochmal unterstrichen. Aber morgen gibt es eben den offiziellen Bericht. Und der wird nun entscheidend sein, ob hier wirklich eine Eintrübung im Arbeitsmarkt zu sehen sein wird. Sie wird kommen, ne? Die Eintrübung wird kommen. Wir sehen ja die ganzen konjunkturellen Frühindikatoren, die deuten es ja schon sehr klar an, dass sich BIP-Wachstum verlangsamen wird und nicht beschleunigen. Da hatten wir gestern eben auch noch die endgültigen BIP-Q2-Daten aus den USA und die wurden nochmal deutlich. Das ist schon eine Auffälligkeit, denn eigentlich die zweite Veröffentlichung, die dann kommt von den Daten ohne großen Veränderungen. Aber hier gab es doch nochmal eine signifikante Anpassung auf der Unterseite. Also anscheinend im BIP Q2 gab es schon leichte Abschwächungstendenzen. Und das ist die große Frage. BIP Q2 ist schon eine Weile her. Wie sieht dann Q3 aus oder Q4? Denn die Frühindikatoren haben sich dann ja erst eingetrübt. Also vermutlich sehen wir dann schon im dritten und erst recht im vierten Quartal deutliche Bremsspuren in der US-Konjunktur. Aber das war wieder ja ein bisschen eben schwache Daten sind gut, weil dann heißt es, die Notenbank ist fertig. Und das haben wir auch ein bisschen schon wieder eingepreist. Ne? Die Erwartungshaltung erst wieder hochgeschossen an die Notenbank Fed. Und jetzt geht es wieder nach unten. 100 Basispunkte Zinssenkung. Wir hatten ja 2024 wieder erwartet, aber selbst das, ne, da kommen wir von 5,25 Richtung 4,5 würden wir laufen, das wäre immer noch extrem restriktiv, also 100 Basispunkte, falls die denn kommen, also wenn, dann kommt das sowieso ganz schnell, so wie es immer war in der Historie und die ganzen Erwartungen, die liegen dann eh wieder daneben. Aber selbst 100 Basispunkte, wie gesagt, das wäre immer noch ein sehr restriktives Niveau. Und auch aufgrund der Verzögerungseffekte ja, hätten die eben auch nicht sehr schnell irgendwelche Maßnahmen oder für die Konjunktur, dass sich hier dann diese Abschwächung der Konjunktur ausgebremst wird. Das ist Schall und Rauch und vermutlich ist dann am Ende eh alles ganz, ganz anders. Ich hatte das historische Bild immer wieder gezeigt. Die Zinssenkung kam im meisten mit einem richtigen Schub, weil eben Konjunktur stark eingetrieben ist, weil eine Rezession war, weil Systemereignisse aufgekommen sind. Und diese Erwartung, die wir hier seit
Das ganze Jahr schon fahren. Oh Gott, die Erwartungen steigen wieder an. Oh, es könnten wieder nochmal 25 Basispunkte. Oh, nächstes Jahr vielleicht doch mehr. Die Konjunktur trübt sich ein. Vielleicht kommt ja doch Zinssenkung. Aber dieses Hin und Her der Märkte, das hat man ein bisschen schon satt. Am Ende ist es doch ganz, ganz anders. Aber gut, das Spielchen wird gerade wieder gespielt. Der Pivot ist gesetzt für die Fed und es ist ja auch sicherlich so, ne? Wir sind straff genug und schwache Daten sind gut, aber. Gestern die anderen Renditen, die haben das nicht mehr so richtig mitgefeiert. Ne? Vorgestern, okay, sind sie schon deutlich zurückgekommen, aber gestern, ja, leicht rückläufig, aber am Ende doch stabil. Also so ganz sicher scheint man sich ja nicht mehr zu sein. Man blickt jetzt auch auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der vielleicht politisch mutiert besser ausfällt. Und dann die ganzen anderen Daten, die man gesehen, wieder auf den Kopf, gesehen hat, wieder auf den Kopf stellt. Also hier wartet man doch etwas ab. Das ist auffällig, dass die anderen Renditen eben nicht weiter gefallen sind. Aber der Blick zum gestrigen Handelstag, schauen wir auch noch drauf. Ja, es war ein bisschen träge. Also es gab ja nicht mal den großen Sprung. Vorgestern hat man die Squeeze-Bewegung. Neste konnte wieder etwas besser performen, mehr von den schwachen Daten profitieren, halbes Prozent im Plus, der Dow Jones 0,19% im Plus, hielt sich alles im Rahmen, aber eigentlich hat man ja schon, wir hatten ja den Short-Check gebracht, die US-Indizes bewegen sich auf einem Niveau, wo die Bären attackieren könnten. Wenn sie denn den bärischen Verlauf weiter anstreben möchten, müsste eigentlich was passieren. Und bisher, okay, es ist ein bisschen eine Herausnahme der Dynamik, aber eine Umkehrtendenz ist das noch nicht. Das wird nun spannend in den Monatsabschluss bzw. morgen, da auch der Monatseröffnung hinein, ob hier Schwäche aufkommen kann. Aber das schauen wir uns dann im extra Shortcheck nochmal an. Momentan kann man das jetzt, diese große Bewegung von gestern auch noch nicht überbewerten. Most shorted stocks hatten wir ja immer wieder mal angeschaut. Die meisten leer verkauften Aktien, die hatten nun den vierten Tag in Folge im Plus nach oben geschoben. Einen Schub nach oben. Vorgestern der größte, das war schon der Short Squeeze. Der stand aber ein bisschen im Raum. Ne? Wir hatten das ja in den letzten Tagen häufiger betrachtet, dass die wirklich starken Abwärtstrend hatten. Hier war einfach Munition vorhanden, dass mal ein kleiner Short Squeeze wieder entstehen kann. Aber diese Bewegung immer kleiner, gut möglich, dass hier die Munition für einen weiteren Short Squeeze etwas verbraucht ist. Jetzt braucht es echte Anschlusskäufe und mal sehen, ob der heutige Datensatz echte Anschlusskäufe in den Markt treiben kann oder ob die Freude Bad News und Good News, also hurra, je schwächer die Daten, desto besser ist das ja für den Markt bestimmt. Ob sich das irgendwann dann doch mal, ob das dahinter fragt wird auf dem zweiten Blick, das haben wir ja gestern schon besprochen. Denn auf den ersten Blick ist es gut, ja, der Pivot wird wieder gefahren, ja, die anderen Renditen fallen. Aber der zweite Blick, die Frage, was feiern wir eigentlich? Abschwächung am Arbeitsmarkt, Abschwächung der Konjunktur, wann ist die Abschwächung zu stark? Da könnten dann wieder Stirnrunzeln aufkommen und die große Frage sich gestellt werden, ist das vielleicht schon zu schwach? Ne? Ist dann die Abschwächung Schwächungszustand. BIPs weiß ich schon, also die BIP-Daten für Q2, also das zweite Quartal, sich schon eintrüben. Wie sieht denn dann das dritte Quartal, also das vierte Quartal, dass solche Fragen sich dann wieder gestellt werden? Konjunktursorgen, Rezessionssorgen doch wieder aufbrechen. Und auf Monatssicht hatte ich schon gesagt, jetzt nochmal die US-Indizes auf Monatssicht, da war ja dunkelrot der August und diesen Verlust, den wir ausgebildet haben, ja seit Monatsanfang, den haben wir jetzt wieder etwas reduziert, aber letztendlich alle Indizes noch rot, der DAX auf Monatssicht minus 3,3%, das ist noch ein ordentliches Stück, der S&P nur minus 1,6%, der Dow minus 1,9% knapp und der Nasdaq ebenso knapp minus 1,9%, also immer noch, das werden wir nicht mehr aufholen, ne? Das werden wir nicht mehr aufholen, der Monat wird vermutlich rot geschlossen und danach beginnt einer der schwächsten Börsenmonate mit dem September, bevor danach die sehr positive Saisonalität dann durchstarten möchte. Mal sehen, ob das auch in diesem Jahr so möglich sein wird. Gestern hatten wir Daten aus Deutschland, heute auch wieder Daten aus Deutschland. Die Einzelhandelsumsätze sind gerade reingekommen, wieder schwach ausgefallen. Also der Datenmix in Deutschland ist sehr, sehr bedenklich und gestern die Inflationsdaten. Man feiert bei der Fed, dass der Pivot stehen könnte. Ne? Kampf gegen Inflation kommt voran, Richtung 3% läuft man.
Konjunktur trübt sich ein, könnte stützend wirken für einen weiteren, für den Kampf gegen die Inflation. Also da feiert man zu Recht den Pivot. Aber man feiert ihn zugleich auch bei der EZB und in Europa. Ja, die Straffungen sind vorbei. Und eigentlich wäre es auch nötig, weil sich die Konjunktur in Europa und vor allem auch Deutschland schon Richtung Rezession ausgedehnt hat. Hier gibt es die bitterböse Eintrübung. Und die Inflationsdaten, die reinkommen, die sagen, aber meine Güte, wir sind längst nicht fertig. Das Mandat Nummer eins bei der EZB ist die Preisstabilität. Gestern die Inflation in Deutschland 6,1%, keine Abwärtsdynamik. Man bleibt stabil seit Mai, hängt mir auf diesem Niveau fest. Und das 2%, sehe ich hier nochmal im großen Bild, sind verdammt weit entfernt, sind richtig weiter Wegen. Jetzt wir sind fertig. Wir sind fertig. Also haben wir besiegt die Inflation. Das ist echt die Frage. Also bei der Fed kann ich das verstehen, dass sie eingepreist wird. Ja, der Pivot kommt. Das kann ich nachvollziehen, weil der ist bestimmt da. Aber das Gleiche bei der EZB zu sagen, puh, heute kommen die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone, vermutlich auch relativ stabil. Also man kann ja nicht den Sieg verkünden, bei allem Respekt. Also dass man jetzt sagt, es gibt keine Zinserhöhung mehr. Schwierig, ne? Das ist der richtig bitterböse Spagat, den die EZB hier gehen muss. Stagflationsszenario, der geldpolitisch ganz schwierig anzugehen ist. Auf der einen Seite den Preisdruck bekämpfen, auf der anderen Seite eben dafür sorgen, dass die Konjunktur nicht komplett abrauscht. Aber die Konjunktur rauscht in Europa schon kräftig ab. In Deutschland sind wir in der Rezession als Schlusslicht, und der Preisdruck ist hoch. Also, das ist ein riesiger, schwieriger Spagat, der hier gelingen muss. Und wir sind ein ganz weiter Weg Richtung 2% hier zu sagen, jetzt sicher zu sein. Ne? Der geldpolitische Gipfel ist erreicht. Es kommen höchstens nur noch Lockerungsschritte. Und das kann sich richtig rächen. Also, ich glaube, in Europa wird irgendwas verkehrt eingepreist. Hier nochmal die Daten im Detail. Hier nochmal Mai zu sehen. 6,1% hatten wir im Mai auch schon. Wir kommen einfach nicht voran. Im Juni wieder 6,4, dann mal wieder 6,2, jetzt wieder 6,1. Wir haben ja keinen stabilen, starken Abwärtstrend bei der Inflation. Und schauen wir uns auch die einzelnen Daten an. Die Energiepreise ziehen wieder mächtig an. Das hatten wir ja schon diskutiert, dass hier das inflationäre Faktor bei den Energiepreisen, die haben ja die Inflation wieder nach unten gedrückt, dass das ein Ende gefunden hat. Ihr seht ja auch die Tankstellenpreise von 5,7 auf 8,3% angestiegen wieder. Nahrungsmittelpreise sind im größten Rücklauf, aber mit 9,0%, das ist immer noch ziemlich hoch, viel zu hoch. Waren ziehen wieder an, Dienstleistungen stabil und auch die Kerninflation komplett unverändert. Also dieser Mix ist für Europa eigentlich nicht gut. Man darf gespannt sein, was die EZB daraus macht. Der EZB-Rat ist sowieso gespalten. Ne? Südländer, die sagen, Gott, wir können nicht mehr vertragen. Die Konjunktur trübt sich ja schon ein. Die Nordländer sagen, mit dieser Teuerung können wir doch nicht aufhören mit der geldpolitischen Straffung. Das wird ein richtig harter Kampf werden im EZB-Rat. Und es sieht eigentlich so aus, dass man zu optimistisch gestimmt ist, dass hier schon Lockerungsschritte oder das Pivot gesetzt werden kann. Wir sind heute gespannt auf die Daten, die kommen werden. China, Einkaufsmanager-Index, heute die Daten wurden gemeldet. Ja, Dienstleistungsbereich ein bisschen schwächer, verarbeiten wir aber etwas besser. Aber letztendlich kein Datensatz, der es irgendwie heraussticht und spannend wäre. Die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland sind reingekommen, schwächer gewesen, Jahressicht minus 2,2, erwartet minus 1,0, Monatssicht Juli minus 0,8%, erwartet 0,3. Also abermals die schwachen Daten, schwachen Konsumdaten. Gestern hatten wir das GfK Konsumklima, hat Institut schon gesagt, es wird irgendein Rebound in diesem Jahr, das wird sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Einzelhandelsdaten hauen in die gleiche Kerbe. Man hat ja einfach Schwierigkeiten, sich zu erholen. Warum? Weil der Preisdruck auch hoch ist. Da freut sich der Konsum natürlich nicht. Also schwache Konjunkturdaten, abermals reingekommen aus dem Einzelhandelbereich. Gestern die hohen Inflationsdaten. Also dieser Datenmix in Deutschland ist bedenklich. Daher auch ein bisschen auffällig, dass der DAX gestern auch eher der Underperformer war. EZB-Protokoll wird noch gemeldet. Das kann nun auch interessant sein, wie eben die Verteilung im EZB-Rat ist. Wie ist die Stimmung? Ja, kommt noch ein Zinsschritt? Sind wir datenabhängig? Das hört man ja nun immer wieder. Und datenabhängig, ja, wir haben die Daten jetzt zumindest aus Deutschland schon gesehen. Wenn man so abhängig sein möchte, muss man sagen, euer Kampf gegen die Inflation läuft noch nicht so ganz rund. Also 13:30 Uhr EZB-Protokoll, aber es ist eben auch der Blick in die Vergangenheit. 14:30 Uhr ist der wichtige Punkt, sind die PCE-Daten, die gemeldet werden, also die Inflationskomponente in den USA, wo die Fed auch besonders drauf schaut. Hier ist nun die ganz große Frage.
trübt sich dieser Datensatz ebenso weiter ein, gibt es die Überraschung auf der Unterseite, dann könnte es wieder sehr positiv werden für die Märkte, weil dann passt das, eine schwache Konjunktur, okay, dann trübt sich die Inflation weiter ein und die kommt dann auch in der Tat zurück, fühlt man sich nochmal bestätigt, ja, der Pivot, der ist nun wirklich da, aber wehe, dieser Datensatz überrascht nun auf der Oberseite, vielleicht sogar deutlich auf der Oberseite, zeigt sich fest, dann müsste man sich schon fragen, ist die Fed denn wirklich komplett fertig? Ne, kommt wieder dieser Zweifel auf, okay, Konjunktur trübt sich ein, aber die Teuerung kommt zurück, passt das noch? Dann sind vielleicht die schwachen Konjunkturdaten gar nicht so gut. Also die Teuerung wird interessant sein, ob man hier ins deutsche Szenario hineinrutscht wieder, schwache Konjunktur und die Preise kommen wieder hoch oder schwache Konjunktur und die Preise kommen runter. Also 14.30 Uhr, der wichtigste Datensatz heute. Es darf nicht die große Überraschung auf der Oberseite geben. Dann ist das Mantra, ja, schwache Konjunkturdaten sind spitze, werden dann wieder hinterfragt, weil die Überraschung auf der Oberseite hält dann eben auch die Fed unter Druck. Wir gehen noch hinein in den DAX hinein, Wochenchart kurz gezeigt. Der DAX hat ja das mittlere Bollinger Band knapp an der 16.000 erreicht, war die wichtige nächste Widerstandszone, sind wir nicht durchgekommen, hat gestern ein bisschen mehr gekämpft, die US-Indizes haben wir noch im Plus geschlossen, der DAX hat gestern im Minus geschlossen, aber das war eben auch dieser Datenmix, ne? In Deutschland ist der Datenmix einfach sehr, sehr bedenklich, haben wir ja nun gerade gesagt. Hier müssten wir rüberkommen über die 16.000, um uns weiter aufzuhellen. Sehen wir hier kurz auch nochmal im Tageschart. Da sind wir ja über die 15.8 durchgekommen. Da war eben der Cluster dann offen Richtung 15.950 dort gestern angekommen. Dort gestern nicht rübergekommen. Es ist auch so ein Bereich, hatte ich gestern schon im Dashboard gezeigt, ist so eine Zone. Seit April kämpfen wir in diesem Bereich. Seit April ist dieser Bereich hier, wieder falsch geklickt, ist dieser Bereich hier hart umkämpft. Wenn ihr die ganzen Kerzenkörper hier drinnen mal sehen wollt, ne? Hier ist immer eine umkämpfte Zone. Dort läuft man dann auch nicht einfach so durch. Dort wird man dann durchaus mal ausgebremst, bräuchte dann eher einen neuen Schwung. Und das Ausbremsen haben wir gestern gesehen. Es ist einfach dieser Bereich seit April immer eine Kampfzone gewesen und jetzt mit der Stützung gestern, schwache Konjunkturdaten, hohe Inflation, bricht man dort einfach nicht durch, auch wenn die US-Indizes nochmal fester waren. Es ist mehr so eine Kampfzone jetzt, die 16.000. Mal sehen, ob wir dort rüberkommen können. Erster relevante Bereich heute wäre so die Zone 15.890. Ich schaue rüber, momentan stehen wir leicht höher. Dann könnten wir die Spanne nochmal im Bereich der 59, hier SM100, 50-Tages-Linie verläuft hier, könnte man die halten. Kommen wir darüber dann auf Tagesschlussbasis, auch hätten wir in der Tat die Aufhellung Richtung 16.015, 16.030. Obere Bollinger Band kommt auch hinein, aber es ist ein Bereich, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwie durchgeschwiesen werden. Das ist einfach so eine Hauen- und Stechenszone, die wir hier sehen. Immer wieder diese Tageskerzen. Da ist einfach auch Kampf zu erwarten. Da wird der Weg nicht so einfach. Aber da müssen wir die 59 heute nehmen. Da könnte man zumindest die 16.000 attackieren. Aber vermutlich im Bereich 16.030 wird es schon wieder schwierig. Aber man muss erstmal durch. Ansonsten ist die gestrige Tageskerze auch nicht unbedingt eine Einladung. Sieht eher danach aus, dass man hier dann mal nach unten wieder laufen könnte Richtung Ausbruchzone. Dass wir das eben als erste Tagesrange hätten. Also unterhalb der 59, 8. 90 und darunter eben der Bereich, die 800, hier haben wir die 15, das ist das mittlere Bollinger Band, haben wir hier und den EMA 100, war die Ausbruchzone vor 2 Tagen, dann wären die 800 wieder unter Druck. Also diese Range mit den kleinen Zwischenmarken 890 und 825 wäre dann eben diese Zone im Fokus. Rutschen wir dort durch, dann geht es über die 760 in den Bereich der 700 zurück, könnte man den gebrochenen Trend wieder testen, dort durchfallen und wir haben die Eindrücke hier in die unechte Gap-Zone bei 15.630. Was brauchen die Bullen? Die Bullen brauchen die Stabilität oberhalb der 59. Hurra, wir brauchen bitte mehr schlechte Daten. Und dann hat man die Spanne zumindest in Richtung 16.000. Aber mehr wird es vermutlich auch im bullischen Fall nicht werden. Kommt man über die 16.030 rüber, 16.100 wäre die nächste Zone. Aber ganz ohne Support wird es vermutlich schwierig. Daher eher die Gefahr, dass man hier eher nochmal Richtung 800 schauen muss, beziehungsweise sogar die Trendlinie nochmal testen können. Vielleicht im besten Fall im Runterlaufen
Und dann hier uns schon stabilisieren mit einer möglichen ISKS-Formation. Das wäre die bullische Variante. Die bärische Variante ist, dass man hier diese Bewegung, die man seit vorletzten Freitag, also die 2 Wochen, die Erholung, ne, sollte 2 Wochen sollte die Erholung kommen, dass diese eben wieder abgegeben wird und man hier einfach diesen als Dreiweller direkt wieder Schwäche sieht und dann auch runterhauen kann auf die 200-Tage-Linie an die 15,4. Dort hängen wir fest und hier können wir es auch nochmal so sehen im 4-Stunden-Chart, ne, das ist der Dreiweller, den hat man eingezeichnet. Ja, dieser ist an der fast 16.000 eigentlich fertig. Die Wall Street ist sogar schon etwas drüber gesprungen, da ist die Frage, ne, ob sie die Sache auffällen kann oder nicht. Große Aufwärtsdynamik war es gestern nun auch nicht. Schauen wir uns dann nochmal an, aber hier war eben der Sprung über die 15,8, das war die Aufhellung Richtung 15,59, Richtung 16.000, haben wir geholt. Kommen wir hier rüber, können wir uns weiter freischaufeln, das ist die Frage, oder fallen wir in der Tat hier zurück. Im besten Fall wäre es eben, dass wir okay, nur bis 700 zurückfallen und uns dann hier schon wieder stabilisieren wollen, da ist ja alles super, und dann eben so eine hässliche ISKS-Formation vielleicht anstreben, aber so... Ansonsten ja, muss man, wenn man hier durchfallen, muss man davon ausgehen, dass man in der Tat die 15,4 noch holen könnte. Die steht ja ein bisschen im Raum. Ne? Die 200-Tage-Linie, die winken hier schon etwas. Die kommen so lukrativ hochgelaufen, hier bei der SMA 200, EMA 200, hier im Daily nochmal zu sehen. Und die Gegenwind ist ja jetzt nicht so, dass man hier hochschießen. Ne? Das war schon mal hochschießen. Da haben wir den Dreiweller wieder gebastelt. Aber das hier, das ist ganz schön, ne? Ist bisher sehr, sehr schwach und kann eben durchaus hier in dieser wichtigen Zone komplett ausgebremst werden, dass man auch eben noch diese Zone hier unten bei den 200-Tage-Linien holen kann. Also ja, hängt das fest, jetzt müssen wir die nächsten Signale abwarten. Monatsabschluss ist ja gerne auch nochmal ein bisschen, beziehungsweise der Monatswechsel ein bisschen fester geprägt. Sparpläne, die dann morgen wieder ausgeführt werden. Aber es ist auch nicht so stark, wie es zum Quartalswechsel. Daher mal gucken, ob das so gehalten werden kann. Die Wall Street schauen wir uns mal gucken, ob ich schaffe den Chartcheck. Schauen wir uns dann gerne gegen zur Mittagszeit nochmal an. Ja, die Mittagszeit wird entspannt, 14.30 Uhr, wie gesagt. Ne, da kommen die PCE-Daten aus den USA. Sie werden entscheiden, ne, ob der Preisdruck hier auch zurückkommt oder ob der Preisdruck oben bleibt und dann die schwachen Daten, dann dieser Datenmix, der dann entsteht, den wir haben in Deutschland. Inflation zu fest, Konjunktur zu schwach. Was macht man als Notenbank? Teuerung bekämpfen, Konjunktur stützen. Egal, was man macht, es ist ein Spagat, der irgendwo Schäden verursachen wird. Eure Meinung ist gerne wieder gefragt im Kommentarbereich. Ich bin gespannt. Ein bisschen Sommerhandel fühlt sich das einfach noch an der Wall Street. Das gucke ich rüber, die Future 0,00%. Ja, es ist doch so. Wir haben, glaube ich, nächste Woche sogar Feiertag in den USA. Da ist man eigentlich auch gerne mal ein bisschen fester unterwegs. Wenn man ja Feiertag hat, dann muss man fester stehen. Aber man merkt, dass das Volumen noch fehlt. Und das dürfte dann eben nach dem Feiertag komplett zurückkehren, auch an der Wall Street. Und dann dürften auch die Bewegungen wieder etwas fester ausfallen, beziehungsweise mit etwas mehr Volumen geprägt und damit vielleicht auch wahrhaftiger. Nun gut, das soll es gewesen sein. Gerne, wie gesagt, euer Feedback in den Kommentarbereich. Wir sehen uns auf tradingportal.net im Trading-Chat oder hier dann auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.